vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich glaube auch, dass in diesem Sinne so vor 10, 15 Jahren, ich komme zu meiner Geschichte der Kurs danach, aber war die muslimische Präsenz bei sowas meistens über jemanden, der den Islam kennt. Also war immer entweder Orientalist oder ein Pfarrer, der in Damaskus einmal war, oder jemand, der in Palästina gearbeitet hat und hat über den Islam gesprochen. Und wir sind inzwischen in der glücklichen Lage, die uns auch Hoffnung gibt, dass öfter die Muslime für sich auch sprechen und eingeladen werden, aber auch im Publikum sind Geschwister da. Das heißt, ich bin hier nicht der einzige Muslim, auch haben wir Musliminnen in der Runde. Danke, Geschwister, dass du gekommen bist. Ich heiße Tarafa Baghajati. Ich bin in Damaskus geboren, 81. Damaskus ist eine per Definition eigentlich interreligiöse Stadt. Ich bin in einer völlig areligiöse Familie aufgewachsen. Also Religion habe ich zu Hause, bis ich 6, 7 Jahre alt war, fast nicht mitbekommen. War es eher von meiner Umgebung, Freunde, Bekannte, Adhan, Muezzin, Ruft, etwas gehört. Aber war ich ganz weit weg von der Religion, obwohl ich in Damaskus aufgewachsen bin. Gesehen, wie die Oma halt betet, aber hat mich nicht so wahnsinnig interessiert. Wir sind auch öfter mit den Eltern, meine Eltern hatten viele christliche Freundinnen und Freunde hin und wieder zu einer Hochzeit eingeladen, eine Kirche. Eine unserer Lieblingsausflugsorte war Saidnaya und Ma'lula, also die zwei Kleinstädte in der Nähe von Damaskus, 70 Kilometer von Damaskus, wo noch Jesus Sprache gesprochen wird, wo die Geschichte von die heilige Maria Magdalena 300 nach Christus, die von den Soldaten verfolgt wurde und wurde der Berg geöffnet. Und haben immer unsere, also auch die Muslime, gehen dort und erzählen ganz genau die Geschichte, wie die Christen. Also die sagen, oh, und wo da ist sie, schau das an, wie das geöffnet ist, oder schau mal an, und das ist wirklich ein Wahnsinn, dass man wirklich sieht, wie die zwei Wände aneinander klaffen und man ist wirklich fast mit ihr zusammen in diesem Weg und geht man hinein, diesen Weg von Maria dort, die heilige Tala, genau. Und in dieser Stimmung bin ich aufgewachsen, dann habe ich die Religiosität über Freunde und Bekannte angenommen, so mit 11, 12 gingen wir in die Moschee. Meistens hat es angefangen, dass wir in der Schule eine Pause machen müssten zwischen Vor- und Nachmittag. Und dann war am angenehmsten, in die Moschee zu gehen. Dann sind wir hingegangen, haben wir uns gewaschen, ein bisschen hingelegt, Aufgaben geschrieben und wieder nachher in die Schule und hat ein bisschen gewisse Bindung zur Religiosität ergeben. Mit 13 war ich dann stark religiös, sehr zu Missfallen meinen Eltern, weil das war deren zu viel. Also mein Vater war immer ganz offen und hat eine auch gewisse Spiritualität immer gestrahlt in der Familie, war sehr, sehr beliebt und sehr bekannt, war auch Schriftsteller und Übersetzer, teilweise auch Politiker und wollte ein freies Geist haben, aber war manchmal ihm zu viel, wenn ich zu religiös wurde. Und habe ich einiges an Koran, an Islamwissenschaften in den Moscheen neben der Schule. Also Schule, Vormittag, Nachmittag, am Abend meistens jeden zweiten Tag Unterrichtseinheiten in den Moscheen mit Prüfungen und strenge Prüfungen. Also alles in allem könnte eine Art Scharia-Studium oder Islamwissenschaftsstudium zusammen. Hatte ich auch die Ehre, dass ich fast über 2 Drittel von Koran auswendig gelernt habe und auch mit Prüfungen und Zeugnisse auch belegt habe. Das war der Weg, wo aber leider in Damaskus mehr interreligiös, mehr als einen sehr friedlichen, harmonischen Nebeneinander gibt, als einen wirklichen Miteinander. Das heißt, es gibt kaum
Tradition zum Beispiel, es gibt große Tradition, dass Muslime und Christen sich treffen, in Restaurants, in andere Säle, in Kaffeehäusern und so weiter. Aber es gibt nicht diese Tradition, dass sie sich gegenseitig in ihren Gebetsorten besuchen. Die Tradition ist nicht da. Auch wenn ich jetzt von unserer Begegnung erzähle in Damaskus, kommt denen was, sie finden es schön und positiv, aber kommt denen was ganz Fremdes vor, fast unvorstellbar, dass hier eine kleine Delegation von der Kirche in die Moschee reinkommt und besucht und redet und gegenseitige Besuche, ist diese Tradition nicht da. Ansonsten ein sehr harmonisches, respektvolles Nebeneinander. Mit der Matura, nach der Matura habe ich damals ein Stipendium nach Rumänien bekommen und war der Sprung zwischen Damaskus und Kommunismus, war ganz die Zeiten Ceausescu sehr stark in Rumänien. Ende 1979 bin ich nach Bukarest gefahren und da habe ich schon die ersten minus 25 Grad und minus 30 Grad erlebt, war erschrocken, wie ich das aushalten muss. 6 Jahre in Europa, inzwischen lebe ich in Europa, viel länger als ich in Damaskus gelebt habe, muss ich das auch alles aushalten, bis heute. Und ich muss sagen, mit dieser Zeit, und da bin ich eher bei Professor Paul Zulehner und gibt mir auch zu bedenken, was er gesagt hat, dass man schon etwas weg ist von der Spiritualität. Also diese Alltag, dieses Studium, Erlernen rumänische Sprache, nachher Uni, nachher Prüfungen und so weiter, gebe ich schon zu, dass das der Effekt von der Religiosität bis hin zu gewisser Spiritualität auch geschrumpft wurde. Meine schönsten Zeiten waren immer, und das habe ich für mich versucht mitzunehmen, und das würde ich auch in dieser Runde mitgeben, dass immer in der Früh, wenn ich aufgestanden bin, oder am Abend, bevor ich schlafe, habe ich immer eine gewisse spirituelle Zeit gehabt. Auch wenn das 3-4 Minuten sind. Und das ist eine sehr kostbare Zeit. Das Minimum an Gedanken, Minimum an Gebet, auch an Zeiten, wo ich sogar meine Pflichtgebete vernachlässigt habe, war die Zeit sehr, sehr kostbar in der Früh und am Abend. Ein Minimum an Spiritualität zu bekommen. Damit ich nicht sehr lange erzähle die Geschichte, komme ich gleich zu Österreich. 86 bin ich nach Österreich gekommen, also inzwischen über ein Jahr, Vierteljahrhundert in Österreich. 91 bin ich österreichischer Staatsbürger geworden. 89 habe ich dann geheiratet und war die Rede, dass ich auch nach Österreich nur 2 bis 3 Jahre Doktorarbeit mache, nach meinem Studium als Bauingenieur. Und ich bin auch genauso wie meine Eltern in Indien, bei mir ist es passiert in Österreich, dass ich inzwischen auch meine Kinder da habe und mein Lebensschwerpunkt hier